Hallo, liebe Teamsy-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Assassin's Creed Rogue. Ja, wir sind hier und müssen jetzt das Gartenfest infiltrieren. Mal schauen, ob das hier funktioniert, ohne entdeckt werden zu lassen. Okay. Einfach, warte mal. Hat jemand gesehen? Nee. Na gut. Eins. Und gleich Nummer zwei. Weit weg. Ich muss zuerst zu Washington. Anschließend kommen die Artefakte. Der hier, ne? Frage ist, ob der mich sieht oder nicht. Das ist jetzt die spannende Frage. Wir sind einfach mal darüber. Geht denn der Adlerblick? Mal. Raus. Bist du mich hier noch raus oder was ist hier los?
Ja. Nee. Hier sind zu viele. Ich muss hier weg. Bruder, gehört ihr nicht eigentlich ins Bett? Geht schon, George. Vertretet mich als Gastgeber. Geht in den Keller und holt einen guten Tropfen für die Gäste. Gerne. Gentlemen? Mein Bruder ist ein Lichtblick in diesem Land. Eine Bitte habe ich, bevor ich aus dem Leben scheide. Bitte lasst ihn in Frieden. Er sollte mit den Wirren des Templerordens nichts zu tun haben. Wir respektieren eure Meinung, Sir. Ich danke euch dafür, Gentlemen. Master Smith, seid ihr bereit für eure Reise? Aye, Sir. Ich werde mit Antworten zurückkommen. Master Wardrop, kennt ihr auch den Inhalt des Manuskriptes? Ja, Sir. Und bald auch seine Bedeutung. Dann brechet sofort auf. Washington kann sich kaum auf den Beinen halten. Hoffentlich habt ihr mit ihm recht, Liam. Denn ich töte hier einen sterbenden Mann. Okay. Jetzt. Ja. Ihr seid zu spät, Assassine. Es ist nie zu spät, Templerpläne zu vereiteln, Master Washington. Aber meine Pläne sind schon im Gange. Euch hierher zu locken, verschaffte meinen Bundesgenossen Zeit zur Flucht. Ich danke euch, dass ihr mir ein schnelles Ende gewährt. Und ich euch für das Offenlegen eurer Pläne, hinterhältige Schlange. Verdammt! Ich muss eilen. Liam, ich hoffe, du bist mit dem Schiff da. Quick, over there! Hurry, start fighting!
Ja. Weg. Ist das ein Schiffsmörder? Das gehört sich nicht. I won't let you pass. Don't lose sight of him. Tschüss. Komm her. Schadensmeldung, was ist passiert? Achtung, Shay. Diese Gewässer sind voller Vorsicht, Shay. Komm her. Fetten am Steuer. Öffnen und trimmen. Raus hier. Raus hier. Hätte raus hier. Hopp, hopp, hopp. Lawrence Washington ist tot. Ihr wirkt enttäuscht. So krank wie der Mann aussah, wäre er in einem Monat ohnehin gestorben. Zwei andere Templer sind entkommen. Sie wissen von Manuskript und Schatulle. Haben Sie die Artefakte? Ich weiß nicht. Vielleicht. Sicher bin ich nicht. Dann handeltet ihr im Sinne der Bruderschaft. Wir suchen die Objekte später. Freut euch, Shay. Selten konnten wir die Templer in solch Unordnung stürzen. Vielleicht. Aber Washingtons Worten zufolge hört es sich nicht nach einem großen Verlust für sie an. Nun, das sollt ihr glauben. Leider nicht alle Ziele erreicht. Aber uns geht es ja hauptsächlich darum, nochmal die Hauptkampagne zu spielen. Wie gesagt, ich habe das schon mal erwähnt. Ich habe das Spiel schon mal komplett durchgespielt. Ist schon ein paar Jahre her. Es geht eigentlich nur darum, die Kampagne nochmal auf Video festzuhalten. Die Erinnerung scheint fragmentiert. Wie viel Zeit ist vergangen? Ein paar Monate. Der Virus stört den Zugriff auf ganze Erinnerungen. Sie sind völlig durcheinander. Der siebenjährige Krieg wird sehr bald ausbrechen. Achtet auf die Einmischung der Assassinen. Das werden wir. Nicht wahr, Strohkopf? Es ist so düster über der Heimstatt, da Miss Abigail und Connor von uns gegangen sind. Ei, ich sah Achilles weinen. Warum auch nicht? Er sieht nicht traurig aus. Er sieht wütend aus. Verwirrend. Er kämpft um den Verlust. So wie wir. Ich weiß, das ist Monate her. Und wir suchen nach einem verfluchten Manuskript und einer Schatulle. Der Chasseur hat eine Spur zur Schatulle. Wir treffen Chevalier und ihn in St. John's. Chevalier auch? Das erheitert mein Gemüt nicht gerade. Oh, wichtig ist natürlich, dass wir immer schön brav weiter an Kohle rankommen. Der Tag hat sich gelohnt. Geht hoch.
Blöden Shantys da. Wow. Ah, da ist eine Truhe. Geräumt. Hallo. Ja. Hier noch. Der Aussichtspunkt ist auf. Mal nach oben bitte. Einmal. Ah, keine Angst. Ich bin weg. Kommen wir jetzt an den Adler hin. Ja. War wieder klar. Ruhe! Der Wahnsinn! Einfach Ruhe, wenn es geht. Konzentrieren. Ja, nicht irgendwie hoch. Ach, hier. Hier geht's lang. Geht doch. Mann. Schwere Geburt. Ja.
Und weiter geht's. Wir werden nicht jede Insel ansteuern. Nur ein paar. Als Achilles sagte, der Besitzer der Artefakte habe Zugang zu Orten großer Macht, was meinte er? Ich weiß nicht, ob ich es selbst verstehe, Shay. Ich sprach lange mit Adawale darüber. Er glaubt, die Vorläuferschatulle erzeugt, nun, Wörter oder Bilder. Das ist Feuer! Das Feuer schwingt! Diese Feiglinge mit Bomben! Feuer! Nein! Ah! Feuer! Eine Laterna Magica? Was meint ihr? Die magische Laterne, die Vater Connolly einst in der Kirche aufgestellt hat. Im Innern war eine Kerze, glaube ich. Vorne steckte eine kleine Glasplatte. Dann wurden helle Bilder an die Wand geworfen, wie römische Kathedralen. So nah, als wären sie echt. Doch. Ausschlachten. Wir brauchen Kohle. Ich denke schon. Nur, dass sie auch die seltsame Sprache des Manuskripts übersetzt. Wäre auf der Platte ein Spruch in Latein, erschien er in Englisch. Wie ist das möglich? Wer weiß. Ich fürchte, wir werden niemals verstehen, wie die Edensplitter funktionieren. Wo in der Welt gibt es die hübschesten Mädchen? Das hängt davon ab, was ihr unter Schönheit versteht. Eine Maid von Korfu unterscheidet sich von einer aus Oslo wie Tag und Nacht, aber schön sind beide. Seht ihr, Ansichten wie diese verleihen einem Mann den Ruf von Weisheit. Ja, danke. Ich hätte Havanna gesagt. Die Mädels dort haben üppige Hintern und Busen und scheuen sich nicht, sie jedermann zu zeigen. Aber nichts übertrifft die Damen unserer Heimat. Ich nehme an. In Galway gibt es die Hübschesten. Schön und bescheiden. Immer bereit, dir einen Penny zu leihen. Für ein Ale. Sag bloß. Und dann die Frauenzimmer, die ich in Lissabon traf. Für das Kloster bestimmt waren sie. Schwarzäugig und immer frohgemut. Könnte ich doch Portugiesisch. Nicht, dass wir des Nachts viel geredet hätten. Solche Ansichten geben einem Mann ein ganz anderes Renommee. Ja, bisschen Smalltalk hier auf dem Schiff. Wir sind weiter auf der Hauptmission unterwegs. Da geht's ab. Nimm mich mal ganz schön raus. Bisschen stärker als ich. Wir sind fast da, Captain. Le Chasseur wird uns erwarten. Und der Chevalier.
Oh, ein kleiner Preis für eine Spur zur Vorläufer-Schatulle. Immer. Wie viel Kohle ich habe. Guten Tag. Good day to you, sir. Mal bitte das hier. Aktion. Haben wir alles? Reicht noch nicht so ganz. Okay. My thanks. Return anytime. Ja, klar. Oh. Ja. Entschuldigung. Wie geht's da hoch? Langsam. Ja. Wir müssen runter. Ja. Lauf denn ich jetzt rum? Wo muss ich denn hin? Rüber. Autsch. Man. Halt, du hast noch Munition, Schilling. Da bin ich. Chevalier, was ist mit eurem Schiff? Es gab ein winziges Scharmützel. Drei Schiffe habe ich ins nasse Grab geschickt. Die Gerfour wäre beinahe gefolgt. Und da ging es euch besser, Le Chasseur? In der Tat.
Ich habe erfahren, dass dieser Samuel Smith überall nach Antworten gesucht hat, um die Funktionsweise der geheimnisvollen Schatulle zu ergründen. Er ist aus Europa zurück. Wo ist er jetzt? Macht seinen Schoner flott. Wenn ihr euch eilt, trefft ihr ihn noch dort. Ach, wisst ihr noch die Baupläne? Nun, ein Ingenieur baute diese Wunderwaffe für euer Schiff. Master Packels Gewehr feuert schneller als eine Artilleriebrigade und doppelt so schnell. Vielen Dank. Nur das Beste für meine guten Freunde. Okay. Das Puckelgewehr. Ah ja. Eine Art Maschinengewehr oder Pistole, wie auch immer. Captain? Ich begleite euch auf der Reise. Wollen wir dann, Gentlemen? Nein. Ihr seid bester Laune, Shay. Ja, ich auch. Warum auch nicht? Wir haben eine neue Waffe und können sie wohl bald einsetzen. Nebenbei, Templer sind meist gut bewacht. Und ich bin sicher, Smith macht da keine Ausnahme. So. Aber wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Denn an dieser Stelle ist jetzt mal Pause. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen da lassen, Abo nicht vergessen und rechts um die Playlist. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode von Assassin's Creed Rogue. In diesem Sinne, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.